Na, dann. Let's go. Ich hab die Scheiß-Tür aufgekriegt. Fuck. Ich hab nicht einmal mit einem Motion Controller. What the fuck? Nicht mal mit einem Motion Controller funktioniert. Dankeschön, ebenfalls. Also, ich geh da einfach weiter rein. Scheiß drauf. Nicht mal mit dem funktioniert es. Einfach mit einem scheiß normalen Wireless Controller. Dort. Mit einem scheiß fucking normalen Wireless Controller. Nicht. Das war einfach. Wahnsinn. Und ich finde jetzt, wie ich mir das eingestellt habe, habe ich eine bessere Grafik irgendwie. Also viel bessere Bildqualität. Bro? Bro? Oh, wow. Sorry, Bro. Ich komm schon. Hi. Nein, ich will dich nicht aufessen, also keine Sorge. Ha, denke ich auch jedes Mal morgens. Alles ist so verrückt, das macht's nicht besser, aber ich wollte dir Ha! wirklich nicht wehtun. No, geh, Kuh, mach dir nix. Oh, nur keine Sorgen, dafür ist es etwas zu spät. Nur keine Sorge, Digi. Es wird schon. Ich verdiene keine Vergebung. Okay. Das Schlimmste ist, man sieht kaum einen Kratzer. Ich bräuchte 100 Löffel, um den Stein rauszukriegen. Es ist schon eine ganze Woche. Wir haben ihn das Haben gekriegt. Sie je so lange gehungert? Ich nicht. Das heißt, verhungern wäre schlimm, aber ich weiß nicht, wie viel länger man durchhält. Wissen Sie es? Wenn ich das wüsste. Wir müssen dranbleiben. Ja, definitiv. Wir müssen definitiv dranbleiben. Na, erst, komm mal da. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. Wir müssen irgendwie einen Weg herausfinden. Ich liege wach und kann an nichts anderes denken. Ein kleiner Einsturz und Männer in dieser Mine. Wochenlang. Wie ist das möglich? Nur 12 haben überlebt. Vom Regen in die. Und dann sieht der große Bragg seine einmalige Chance und rettet noch seine Haut. Man denkt nie darüber nach, wozu man fähig wäre. Tief in der Erde, in einer Zelle. Wo ist der Unterschied? Wir sind ganz allein. Und haben einfach Aber wir sind nicht allein, tief in der Erde. Wir sind nicht allein, komm schon, Digi. Reiß dich zahm. Was war das? Und wir haben das da. Hey, Oh, wer weiß, was das bitte ist? Also, Alter, ein bisschen über die alte Pappen. Hilfe! Wer weiß, was das ist? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Holy shit. Lieber Gott, es ist passiert. Es ist einer der Bergleute. Ist doch so, oder? Verdammt, Bragg! Ach du Scheiße. Es sollte mal einer hingehen, oder? Gehst du hin? Ich komme ja weniger. Weg von mir! Hallo? What the fuck? Hauptsache ist schon wieder schwarz geworden. Holy. Gut, Sie sind wach. Oh. Essenszeit. Ähm. Aufgehoben. Okay, danke. Ach du Scheiße, geil. Lecker schmecker. Hauptsache, der Strom funktioniert noch. Das ist wichtig. Hauptsache der Strom. Oder etwa nicht?
Was war denn das? Weißt du das? So what the fuck? Wer hat denn das da hingemacht? Ich wollte immer den Rest meines Lebens auf diesem schönen Berg leben. Ich dachte nur, mir bliebe mehr Zeit. Sehen Sie uns an. Keiner von uns dürfte hier sein. Und doch sind wir hier und essen Kakerlaken, um zu überleben. Wer sind wir? Da draußen ist niemand, oder? Wir sind die letzten beiden Menschen auf Erden. Also diese Dinger da draußen. Okay, da ist irgendwas nichts Gutes da draußen. Ach du Scheiße. Alles klar, Bro. Kommst du eh klar, oder? Wir müssen reden. Ich hoffe, Sie wissen, dass das alles nicht so geplant war. Ich habe das nicht gewollt. Aber es ist meine Schuld. Können Sie mir bitte verzeihen? Sie glauben mir doch. Aufbauen, nichts davon ist jetzt wichtig. Nein, warum sollte ich? Na, komm schon, aufbauen. Ich bin schon sehr lange hier. Hab viele Patienten kommen und gehen sehen. Ich wollte ihnen immer nur helfen. Und das ist daraus geworden. Wenn ich hier rauskomme, fange ich neu an. Von vorn. Ach so. Man kann sich ändern. Klar, Menschen ändern sich. Sie können sich ändern oder sterben. Schön, dass er wenigstens noch daran glaubt, dass wir überhaupt dabei rauskommen werden. Das hoffe ich. Sie sollten sich ausruhen. Ja, klar. Schon wieder ausruhen. Dass wir wieder in dieser scheiß fucking grünen Welt kommen und dann wieder Meier gehen, oder wie? Alles klar. Digi. Okay, creepy. What the fuck? Ach du Scheiße. Die Tür ist offen. Oh, nicht schon wieder dir. Oh mein Gott, nicht schon wieder dir. Okay. Und wir sind schon wieder in dieser wunderschönen grünen Welt. Hallo? Gleich so. Hallo? Okay, schön schief. Oh. Hier stimmt was nicht. Ich habe überhaupt keine Gänsehaut dabei gekriegt. Ich habe überhaupt keine Gänsehaut gekriegt. Ich habe überhaupt keine Gänsehaut dabei gekriegt. Das schaut so aus wie... Ja, das sind anscheinend wir. Wir haben nicht in meiner Taschenlampe oder sonst irgendwas. Was sollen wir da machen? Bist du deppert? Oh mein Gott, du Hurensohn, Alter, du bist da wirklich ein... Boah! Oh. Okay. Oh Gott, wo sind Sie hin? Was will der? Und wieso träumst du von deinem Mitbewohner? Also bist du auch ein bisschen crazy, hä? Also, ein bisschen ist gut gesagt. Ich gehe einfach nur geradeaus. Nicht reinschauen. Nee, ah, passt zum Glück. Ah, irgendwer war so freundlich, hat gleich zugemacht. Dankeschön. Danke, 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 lieber Gott, lieber Gott. Scheiße. Wo zum Teufel waren Sie? Ich wusste nicht, wo ich bin. Ich wusste nicht, wohin. Ach so? Dann schau mal auf die Karten. Das hilft manchmal bei einer Open World. Was machen Sie? Sind Sie verrückt? Damn. Ruhig, Doc, ruhig. Oh, was hat jetzt schon wieder der Doktor zu tun mit allem? Nein! Na, Alter. Machen Sie mich los! Sie haben kein Recht! Lassen Sie mich! Wow! Vic! Kannst du mir helfen?
Ah, landen wir schon wieder zurück, oder wie? What the fuck? Wow. Ah, okay. What the fuck? Huh? Ach du Scheiße. Ich sehe es. Ich sehe es jetzt. Ach so. Ich sehe auch. Das war kein Deckenhalm. Aber sonst? Wenn du aus der schaust, dann siehst du es vielleicht. Sollen wir schon wieder aufmachen, oder wie? Schon wieder. Oh, wir sind schon selber aufgemacht worden. Nicht nach links, sondern nach rechts. Schon nicht nach links oder rechts. Schon da sind nur böse Dinge. Ich hab doch gesagt. Alles klar. Dankeschön fürs Aufmachen. Scheiß Kiste, wo sich hier irgendwas rauskommt. Oh. Gut zu wissen. Alles. Ah, bist du behindert, Alter? Oh mein Gott, Alter. Oh, Scheiße. Okay. Das taugt mir. VR ist heftig. VR ist sowas von heftig, Alter. Oh mein Gott. Okay. Let's go. Das ist so simpel, so einfach. Also, so simpel und einfach, ich will nicht immer nach hinten schauen. Okay, das hat sich schon wieder nach den Viechern angehört. Ey, eine Spritze am Start wieder. Nice. Ich nehme mal an, wir sind dann in der realen Welt wieder. Allein gelassen? Nee. Der kann uns doch nicht allein lassen, oder? Anscheinend kann es. Was hat die Taschenlampe für ein... Okay. Ich gehe trotzdem mal so durch. Alter. Wo ist denn der Typ? Der hat's rausgeschafft und weckt uns nicht einmal auf. Er scheißt einfach auf uns. Was für ein Arsch. Ach so, okay. Das hat anscheinend... Ja, das hat anscheinend auch irgendwelche Läden mit dem Controller, weil ich halt den Controller gerade. Was haben wir denn? Der... Also ich glaube, wir haben da schon mal unseren netten Kollegen, der was uns immer die ganze Zeit hin und her quatschiert hat am Anfang. Hi. Ich würde mal sagen, weiter ist er gekommen, oder? Ich würde sagen, gehen wir mal shoppen, oder? Also, wenn wir da schon ein bisschen was zum Essen kriegen oder so. Aha, kann man da zugreifen, oder ist es... Okay. Oh! Oh! Wir wollten einmal fliehen, oder wie? Hi! So ist das. Wir wollten anscheinend definitiv auch mal fliehen oder so. Und hatten sogar die Chance dazu. Ja, ich halte den Controller schief. Ja, ich weiß. Oder. Wir sind schief. Okay, das ist mal ein Item. Wow, hi! Wir waren wochenlang da unten. Am Verhungern. Jetzt hat er uns in Käfige gesperrt. Helfen Sie mir doch! Oh, jetzt kommen definitiv einmal die Erinnerungen alle aus und so. Entschuldigung, könntest du bitte mal die Pappen halten da drin? Also, sie stören die Nachbarn. Oh, Wahnsinn. Also, ein bisschen ruhig, wenn's geht. Ein bisschen Ruhe. Was haben wir denn da noch so alles? Okay, da können wir aufmachen. Was haben wir denn da Schönes? Oh, wie nett.
Ist das so ein Riesenspiegel? Nein, da kann man ja durchgehen, da kann man durchgehen. Alles klar. Ich finde das trotzdem noch immer faszinierend, dass da eigentlich noch Strom gibt. Bin ich der Einzige, was das faszinierend findet? Weil anscheinend sind ja schon seit Tagen eigentlich die ganzen Leute weg oder so. Trotzdem? Okay, ja. Wow, ganz toll. Aha. Oh, Hallöchen. Ich hab's Christi. Was? Was? Seit wann bin ich Doktor? Wie war ein Doktor hier? Wahrscheinlich haben sie mich austauscht gegen den neuen Doktor, der was gerne ein bisschen Hirne seziert. Kann gut möglich sein. Aha, ja. Nicht, dass da irgendwas daherkommen möge? Bitte nicht. Faszinierend, dass der Lift noch immer funktioniert. Toll. Und dass wir so viel Strom haben. Okay, teilweise noch so viel Strom. Ich will nicht wissen, wann sie uns in der nächsten Ebene da so lauert. Eben mal ist Andal, Andal in die He und drücken. Und drücken. Ja, wow. Und es wird gehen laden, wahrscheinlich mal. Ach du Scheiße, da werden wir was sehen, sicher. Eieieiei. Der würde nicht freiwillig werden, gell? Also, hätten wir nicht einfach bei der Etage bleiben können, warten, bis der Bro daherkommt. Ach du Scheiße, sind schon mal ein paar Kratzer am Start. Das ist gar nicht gut. Das ist noch weniger gut. Viel weniger gut. Oh shit. Den haben sie wirklich ordentlich zerfleischt. Bissdeppert, Alter. Ordentlich. What the fuck? Boah, da ist ja der ganze Schnee da drinnen. Ach du Scheiße. Holy shit. Damn. Da kann man natürlich reinschauen. Da werden wir sicher wahrscheinlich vielleicht eine Erinnerung haben oder so. Oder vielleicht eine Leiche. Gehen wir da kurz rein. Gehen wir da kurz rein spazieren. Ah, okay. Ja, ist halt, das sind halt nur die Zimmern. Jetzt habe ich immer gedacht, glaub, das wird jetzt was ganz, ganz Besonderes werden. Aber sonst sind da. Nee, könnte man vielleicht noch reinschauen. Vielleicht. Ja, erst vielleicht hätte noch einer überlebt. Okay, aber die wären sie. Die wären da vielleicht sogar schon längst weg gewesen, Alter. Ich gehe einfach mal nur mal ganz kurz. Geradeaus, genau. Die andere Taschenlampe. Ja. Geht nicht. Ja, geh weiter, geh weiter, geh weiter. So. Fuck. Ist es? Das ist zum Glück sie. Ach du Scheiße, zum Glück ist das sie. Oh mein Gott. Ich will nicht allein sein. Schauen wir uns da mal durch. Aber anscheinend eine neueste Taschenlampe. Also die hat auch was Nices da am Start. Jetzt werden wir da fix irgendeins von den Viechern da kennenlernen. 100 Pro. Wird das so geschissen, wieso ich den nur den Controller so geschissen halten soll? Damit ich überhaupt was sehen kann. Da so, zack, ich halte die ganze Zeit schief. Was? Oh, ja, genau. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn da Schönes? Zeigen wir mal hier. Oder vielleicht, ja, genau. Ich hab Hunger.
würde die Beweiskraft der Tests untergraben. Der arme, arme Billy, oh Wahnsinn. Alles klar. Warte, wir müssen wieder den Controller ein bisschen gerade halten. Ach du Scheiße. Okay, was haben wir denn da Schönes? Irgendwas habe ich gehört. Fuck. Definitiv fuck. Definitiv 100% pures fuck. Gönn dir? Nein, du musst dir das gönnen. Ja, gönn dir. Ich weiß ja nicht wie, aber wir haben da anscheinend sehr schwerwiegende Probleme mit dem Typen da. Hi. Du willst sterben. Oh, das war ein anderes Szenario, sorry, bro. Tja, ah, scheiße. Ich will mich immer nach hinten drehen. Ein bisschen. So. Jetzt müssen wir erst recht wieder da entlang. Jetzt müssen wir erst recht da entlang, obwohl wir schon die Pfoten und das Herumgehen gesehen, gehört, beziehungsweise das alles schon mal gehört haben. What the fuck? Okay. Da denkt man sich wirklich dann noch, was ist hier real, was ist es nicht? Boah, bist du behindert, Alter. Ich wünsche, ich wüsste es, ich bin ein Patient. Okay. Ich möchte nur sicher gehen, dass sie nicht so ein Ding sind. Ah ja. Erschrecken, aber ich habe sie beobachtet. Scheiße. Okay. Einer von denen und ganz nah. Ist da hinten noch jemand? Sie sind alle tot, kein lebende Seele. Sorry. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber sie kommen lieber mit. Hier lang. Dankeschön. Na, immerhin sind wir derweil nicht allein. Aber was ihr schon wieder für ein Typ ist, also. Der wird uns vielleicht auch noch aufopfern oder sonst irgendwas. Also, keine Opferritual. Bist du dir sicher, dass wir da ein bisschen in Sicherheit sind? So offen in diesem Areal? Sicher ist sicher. Ja, weniger. Ach du Scheiße. Glaubst du wirklich, dass ein bisschen Holz reicht? Glaubst du das? Glaubst du das, Diggi? Ich glaub's jedenfalls nicht. Ich glaub's nicht. Dass ein bisschen Holz reicht. Aber mach schön brav zu, gell? Hinter uns dann, okay? Nicht einsperren. Nicht einsperren. Nicht einsperren. Okay, passt. Wieso habe ich das Gefühl, dass er genau vor unserer Fresse zerfleischt wird? Ist nur so ein Gedanke, mit dem ich spiele. Ich glaube, wir sind sicher. Ach so? Das sagen immer genau die, die was dann als erstes sterben. Schön. Ich habe keine Ahnung. Wochen, vielleicht Monate? Unwichtig, gehen wir weiter. Keine Ahnung. Huh? Ängstlich, keine Ahnung, was passiert ist. Die haben mich vergessen. Oh ja. Aber ich kapiere nicht, wieso man sie zurückließ. Was ist denn das für ein Personal? Also, was soll ich sagen? Sind Sie ein Bergmann vom Einsturz? Nee, keine Ahnung, wovon Sie reden. Einsturz? Hä? Es gab einen Einsturz. Bergleute wurden verschüttet und dann zur Genesung ins Sanatorium gebracht. Aber es lief. Tja. Neugierig, was ist passiert? Hat das Personal sie auch misshandelt? Machen wir mal den hier. Tja, das
durch, wie vollkommen besessen. Sie verwandelten sich in echte Monster. So etwas habe ich noch nie erlebt. Interessant. Wir müssen weiter. Es gibt Überlebende, nicht weit weg. Aber dass sie es wissen, ich habe sie im Auge. Tja, ich sehe. Ach, natürlich. Also, man kann ja nie wissen. Also. Ah, passt. Jetzt habe ich mir schon gedacht, wir sind schon wieder da. Schön ein paar aufpassen, würde ich mal sagen, oder? Okay, da. Ja, dann geht's hier eigentlich nur da entlang. Okay, kommen Sie mit. Hm? Ein Wahnsinn, eine schöne Werkstatt. Ja, 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 ja. Oh, Breaks Büro, nice. Oh, da ist aber ein schönes Fleckchen. Ich wollte sehen, ob die Luft rein ist. Das ist ja wohl ein schönes Fleckchen. Dann habt ihr sie die ganze Zeit schön gehabt. Tja, Wahnsinn. Die haben sie die ganze Zeit richtig schön gehabt. Na, Alter. Was wollt ihr noch, bitte? Wahnsinn. Der. Aha. Kleiner Blutfleck. Wieso habe ich das Gefühl, dass wir dann hier nochmal behandelt werden? Habe so ein bisschen so vor, also nur so ein Gedanke. Oh! Was? Ja, ich glaube eher, dass du das glaubst. Mehr glaube ich dann auch wieder nicht. Ich glaube eher das, dass du das glaubst, aber. Ach du Scheiße. Aber. Ja, ein netter Spaziergang. Wieso nicht? Ne, ganz nett hier. Wieso habe ich das Gefühl, dass er uns trotzdem wieder einsperren wird? Verdammt nochmal. Und dann schicken sie uns in irgendwelche Missionen, oder wie? Dass wir uns verteidigen müssen, oder? Nett, hinter mir zu sperren, Dankeschön. Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Genau. Und du wirst das erste sterben. Sehe sicher. Ah, ich hätte mir gedacht, in die andere Seite der Tür oder so, da so. Hätte ich mir gedacht gehabt. Ah, immerhin schön, dass da sogar Musik und so alles ist. Weil. Ja, doch, die Monster ihr herkommen könnten. Ich will es ja nur noch mal betonen. Brack war nicht so begeistert, dass jemand die Polizei rief. Er hat wohl irgendetwas vor ihr zu verbergen. Ah, nee, weil es vielleicht auch seine Schuld ist, dass das alles passiert ist, aber ich würde nichts sagen. Oder war einfach nicht versichert. Oh, Digi. Aber Hauptsache noch immer Stromschnurren. Irgendwann geht's dann eh bald nicht mehr. What the fuck, ist das ist das ein geheimes Büro oder wie? Und da wären wir, das schaut so aus wie ein geheimes Büro. Hey, ich bin's, David. Darf ich? Der. Er ist es. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Hi Leute. Freut mich, dass es Ihnen gut geht. Ja. Wir dachten Ihnen, wäre dasselbe zugestoßen wie den anderen. So ein Arsch. Zu Ihrem Zimmergenossen? Ja, Gordon. Ist ein lieber Freund und Kollege. Einer unserer Ärzte. Kein Patient. Bedauere aber, die Täuschung war notwendig. Ich musste Ihre Fortschritte so genau wie möglich beobachten, um Ihre vollständige Genesung zu gewährleisten. So ein Arsch. Aber sind denn weitere Erinnerungen zurückgekommen? Ja. Leid.
Erinnerung kehrt zurück. Mit der Zeit. Klar. Obwohl es ja keine Rolle spielt. So ein Arsch. Ich hätte nie zurückkehren dürfen. Tut mir leid. Ich wollte das Schiff retten. Ach so. Der Sturm ist ein Schiff verloren. Mr. Bragg, Sie lagen schon mal am Boden. Sie holen uns da raus, ganz sicher. Susanne, meine Liebe. Ihr Optimismus in Ehren. Aber ich verdiene ihn nicht. Das ist zu groß zum Vertuschen. Ich bin erledigt. Nein, Mr. Bragg. Nein, du bist gefickt. Die Polizei ist bald hier. Zur Kapelle. Danke. Gehen Sie jetzt. Ich bleibe hier. Wir lassen Sie nicht hier. Zu gefährlich. Bitte. Wir müssen doch alle hier weg. Alle. Bragg auch. Zustimmen? Ja, er sollte mit uns kommen. Ja, leider. Leider, leider, leider. Genug. Der Potter. Gehört mir. Und ich gehöre ihm. Jetzt verschwinden Sie schon. Mr. Bragg. Susanne, lass es. Komm, er will es so. Nein. Nein. Wir müssen weg, solange es noch geht. Ja, lassen wir einfach den alten Kotz da. Scheiß auf eurem Arschloch. Ja, wird auch Zeit. Er hätte einfach mit uns rausspazieren können. Passen Sie auf Ihren Schützling auf. Die rechte Information zur falschen Zeit macht aus Äpfeln Sand. Kein Schimmer, was das bedeuten soll. Vergessen Sie nicht, wer hieran wirklich schuld ist. Tja. Na dann, gehen wir weiter. Okay, anscheinend gehe ich ein bisschen sehr schief. Alter, ich will What the fuck? Ja, geh einfach nur gerade, nicht schief. Alter, what the fuck? Na gut. Trotzdem habe ich so jetzt das Gefühl, das nächste ist, dass irgendeiner stirbt. Definitiv. Irgendeiner wird jetzt definitiv 100% sterben. Oh! What the fuck? Okay, ich würde sagen, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.